Der Antikriegstag, 1. September, ist gerade in der Welt von heute ein sehr wichtiger Tag. Wir erleben, wie überall kriegerische Konflikte eskalieren. Vielfach hat die EU ihre Hände im Spiel. Deutschland liefert Waffen, auch andere EU-Länder. An der russischen Westgrenze wird gezündelt durch die NATO, durch Manöver. Wir finden, das darf so nicht weitergehen. Wir brauchen Frieden auf dieser Welt und wir wollen, dass die EU sich friedlich engagiert und dazu beiträgt, dass diese Welt friedlicher und nicht kriegerischer wird. Und deswegen die Initiative zum 1. September. Ohne Frieden ist alles nichts. Deswegen ist das Engagement für eine friedliche Welt eine der Kernthemen der Linken. Und Frieden heißt nicht nur Abwesenheit von Krieg, es ist mehr. Es ist soziale Gerechtigkeit und es ist Engagement für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Keine Bombe hilft irgendeinem. Deutschland kann einen Beitrag leisten, indem es keine Waffen exportiert, keine Soldaten in alle Welt schickt und eine friedliche Außenpolitik zur obersten Maxime erhebt.